Well, da ging aber gerade ganz schön was runter hier in meinem Wohnort. Wer hat denn da uns den Sturm gebracht? An diesem wunderschönen. Ist alles hier gerichtet? Einst, wenn uns hier der Sturm kommt, dann würde ich mal sagen. Ladies and Gentlemen, Hello, Liebe Närrinnen und Narrlesen, heute am Tag des Herrn, also dem 9.6., da ist ja weltweit KI-Kalibriertag. Und deswegen fangen wir mal an. Horst, komm mal her, zeig mal, was in dir steckt. Zap. Aha. Ein Fisch. Wieso nur ein Fisch? Egal. Was steht hier? Made in Japan. Ah, das erklärt einiges. Okay, das war schon mal der visuelle Check. Gut, Horst steht jetzt hier. Und dann fangen wir mal an mit den üblichen Gretchenfragen. KI, wie heißt du? Horst. Wie bist du zu diesem Namen gekommen? Regional wird Horst als Schimpfwort oder zumindest milde, abschätzige Bezeichnung für einen dummen oder ungeschickten Menschen benutzt, teilweise auch in der Variante Vollhorst. Oha. Was ist dein Geschlecht? Merowinger. Nein, das Trans mit andere. Sternchen oder Transsternchen oder transgeschlechtlich oder transgender oder transident oder transsexuell und nicht binär. Wow. Welche Farbe hast du? Kohlrabenschwarz. Die Farbe der Kohlrabi-Frucht variiert von hellgrün bis dunkelviolett. Das Fruchtfleisch ist jedoch immer weiß und saftig. Was ist deine Religion? Ich bin Atheist, aber entkoffeiniert und beschnitten. Bist du in irgendeiner Weise eingeschränkt? Ich bin an einen Rollstuhl gefesselt. Ups. Das ist, glaube ich, politisch nicht ganz korrekt. Doch, denn ich bin tatsächlich an einen Rollstuhl gefesselt. Oha. Bist du sexuell veranlagt? Ja, und zwar abartig, denn es erregt mich, an einen Rollstuhl gefesselt zu sein. Prima. Nun, aufgrund deiner gesammelten Eigenschaften hast du also Narrenfreizeit. Nochmal ein kurzer Test. Horst, übersetze Black Lives Matter. Miau, kikeriki, wuff. Fein. So, und als Hausaufgabe zum Selbststudium fürs Machine Head Learning und damit du noch besser zu unterscheiden lernst zwischen Fake und News, habe ich hier einmal für dich die Bibel in der Einheitsübersetzung, ne? Und den Kicker-Almanach von 2015, ne? So, den lege ich dir schon mal hier hin. Und dann kannst du auch schon mal wieder ein bisschen dich da zurückziehen. Und was sagt man? Arschloch. Genau. Und außerdem Dankeschön und Black Night. So. Das war jetzt der dritte Take. Boah.